Ich melde mich heute mal wieder mit einer Rezension bei euch. Und zwar soll es um das Buch von Fiona Davis gehen, Wovon Sie träumten, ist im Goldmann Verlag für 10 Euro erschienen und hat 448 Seiten und hat von mir sehr gute 4,5 Sterne bekommen. Es geht hier zum einen um die junge Rose. Sie ist zu ihrem Freund Griff gezogen. Er ist Politiker, hat sich sozusagen für sie von seiner Frau getrennt und die beiden richten sich gerade ihre Wohnung ein. Und und zum anderen geht es um Darby. Und Darbys Geschichte spielt 1952. Sie hat auch schon immer in diesem Haus gelebt, also sie lebt nach wie vor dort. Aber es geht halt um ihre Geschichte in den 50er Jahren, als das Barbizon in New York noch eine Unterkunft für junge Mädchen war, die, muss man eben gerade gucken, hier steht einfach Wohnheim für junge Frauen. Unter anderem waren dort angehende Sekretärinnen untergebracht und auch Models. Und mittlerweile ist es halt ein Apartmenthaus, wo Apartments verkauft oder vermietet werden. Und Rose ist Journalistin und sie ist fasziniert von dieser Geschichte um dieses Haus. Und sie trifft halt im Lift immer auf eine ältere Dame mit Hund und erfährt dann vom Portier, dass das Darby ist, die schon als junges Mädchen in das Haus eingezogen ist. Ihr Gesicht ist aber entstellt durch einen Unfall, wo auch wohl ein anderes junges Mädchen damals vom Dach gestürzt ist. Rose ist jetzt total angefixt und beschäftigt sich sehr viel mit dieser Geschichte. Wie gesagt, sie möchte da eigentlich eine Reportage drüber schreiben, über diese Geschichte von Darby. Die ältere Dame ist aber noch nicht allzu angetan davon, ihr die Geschichte zu erzählen. Ja, wo es darum genau geht, was dabei herumkommt und wie es mit Rose und ihrem Griff weitergeht, das erfährt man hier in diesem Buch. Der Schreibstil hat mir gut gefallen. Ich bin da gut durchgekommen. Was mir hier auch besonders gut gefallen hat, in den Kapiteln, wo es um die Geschichte von Darby ging, fühlte ich mich wirklich in den 50er Jahren. Also es wurde sehr gut dargestellt und einem rübergebracht, wie das Leben zu der Zeit war. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Letztendlich hat es nicht so ganz diesen Wow-Effekt gehabt, dass ich sagen würde, es hat für mich 5 Sterne verdient, aber trotzdem eine ganz tolle Geschichte, die mir Spaß gemacht hat zu lesen. Und einfach dieses ganze Drumherum fand ich einfach wahnsinnig interessant. Und das Cover ist ja auch wahnsinnig schön, passt auch sehr gut in die Zeit, finde ich. Und von mir gibt's absolut eine Kauf- und Leseempfehlung. Hier kann man das noch so einschlagen, dass es dann so aussieht. Also ich war wirklich positiv überrascht, besser als ich gedacht hätte von der Geschichte her. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht zu lesen. Habt ihr das Buch schon gelesen? Wollt ihr es noch lesen? Wird mich wahnsinnig interessieren, wie ihr dazu steht. Ich verlinke euch das Buch auch in der Infobox. Und freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!